Ja, ihr seht schon, ich befinde mich nicht zu Hause und zwar, ich befinde mich beim Jörn Gevinat. Er hat eingeladen und da gilt es natürlich auch was zu grillen. Und was ich da gegrillt habe, sind die Barbecue Pinwheels und wie die funktionieren und was ihr dafür Zutaten braucht, das seht ihr jetzt. Das sind die Zutaten, die wir brauchen für die Barbecue Pinwheels. Wir brauchen Barbecue-Soße. Das ist jetzt hier die Number One bzw. die First von Dirty Harry. Dann brauchen wir einen Bergkäse, ungefähr 100 Gramm. Cashewkerne, auch ca. 100 Gramm. Ein Hefeteig, da habe ich jetzt hier den fertigen genommen. Vorteil bei dem fertigen ist, ihr habt gleichzeitig schon das Backpapier hier. Ihr könnt natürlich auch euren favorisierten Hefeteig nehmen. Ein Barbecue-Rub habe ich jetzt hier, das Pit-Powder genommen von Ankerkraut, eine große Zwiebel. Und ganz rechts im Bild seht ihr den Bacon, den habe ich jetzt hier von Jörn Gevinat. Ist ein Bentheimer-Bacon, davon brauche ich jetzt ca. 10 Scheiben und den gilt es jetzt anzugrillen. Bevor es dann zum Grillen kommt, kommen wir jetzt erstmal zu den Cashewkernen. Die gilt es jetzt halt klein zu machen, dazu einfach mit einem Messer mehrere Male so ganz grob durchhacken. Und das machen wir jetzt so lange, bis halt alles sehr grob ist. Und ich denke, dann kommen wir dann jetzt zum Grillen. Der Grill hat jetzt die Temperatur erreicht. Da ist jetzt eine Gussplanka drauf und da legen wir jetzt den Bacon drauf, schön 3 mm geschnitten. Den legen wir da jetzt drauf und grillen ihn dann sozusagen kross an. Die ersten paar Minuten sind rum. Wir drehen jetzt den Bacon auf die andere Seite. Schön braun kross ist er jetzt hier. Und wenn er dann von der anderen Seite dann auch braun ist, dann wird er dann einfach nur auf dem Brettchen klein geschnitten. Das zeige ich euch aber nicht. Und dann können wir so langsam den Hefeteig belegen. Der Bacon ist angebraten bzw. angegrillt. Was wir jetzt machen, und zwar wir belegen jetzt die Pizza, nein, das ist Spaß, und zwar den Hefeteig. Dazu ein bisschen Barbecue-Soße hier oben drauf. Nicht wirklich viel, nur so ein bisschen in der Mitte. Dann nimmt er einen Esslöffel und verteilt das dann so wie beim Pizzabelegen auch die Soße grob hier so drüber, dass das alles dann gleichmäßig verteilt ist. Das nächste, was wir dann machen, wenn ihr die Barbecue-Soße drüber verteilt habt, ist dann halt den kleingeschnittenen Bacon auch hier so drüber verteilen. Ruhig grob. Und dann kommen wir zur nächsten Zutat. Die nächste Zutat sind dann die Zwiebeln, die habe ich jetzt hier in Halbringe gemacht, die verteile ich hier auch grob drüber und dann kommen wir schon zum Käse. Als nächstes kommt dann wie gesagt der Käse dran, da nehme ich dann von der Reibe die, das dickere Ende. Ich habe jetzt hier halt den Bergkäse, ihr könnt da natürlich auch einen anderen nehmen. Es eignet sich halt dafür ein würziger Käse, weil zu den würzigen Sachen, die da schon bereits drauf sind, harmonisiert das dann auch damit. Ich mache das jetzt hier so grob weiter und dann kommen wir gleich zum Gewürz. Sofern ihr da jetzt alles drauf habt mit dem Käse, kommen wir jetzt zum Gewürz. Hier habe ich halt wie gesagt das Pit Powder von Ankerkraut, das hier auch großzügig drüber verteilen. Wie gesagt, jetzt kommen wir zum Zusammenrollen. Dafür nehmt ihr einfach ein scharfes Messer, geht dann mit dem scharfen Messer hier unten unter den Teig drunter und rollt das dann peu à peu von hier hinten so ein bisschen hier ran, drückt das ein bisschen ran und dann können wir die ganze Fläche zusammenrollen. Jetzt geht das alles relativ einfach, das ist jetzt bis zur Hälfte schon zusammengerollt. Hier unten jetzt einfach, der Vorteil ist halt bei dem gekauften Hefeteig einfach das Backpapier festhalten und dann mit der Hand so grob nach oben drücken und dann mit einem leichten Druck nach unten das Ganze zusammenrollen. Das nächste, was wir machen, und zwar wir haben hier hinten so ein kleines Stückchen, da ist keine Soße und kein anderer Belag drauf und den schneiden wir halt weg. Das ist ungefähr ein Zentimeter und da seht ihr schon, dass da dann halt genügend Belag drauf ist. Das machen wir mit der anderen Seite auch und dann schneiden wir dann hier, ich zeige euch das jetzt mal kurz, ungefähr 2 cm dicke Streifen und die legen wir dann gleich aufs Blech. Sofern ihr dann alles zusammengeschnitten habt, braucht ihr dann einfach nur die Schnecken, die wir ja gerade geschnitten haben, hier auf dem Blech verteilen. Ich habe jetzt hier ein ganz normales Bäckerblech drauf mit ein bisschen Backpapier und dann können gegrillt werden. Den Grill habe ich jetzt vorgeheizt auf starke indirekte Hitze, das sind 180 bis 200 Grad und da können jetzt die Schnecken drauf für die nächsten, ich sage jetzt mal 10 bis 15 Minuten. Es sind jetzt die nächsten 5 Minuten rum und nicht, dass ihr denkt, dass ich euch die Cashewkerne unterschlagen habt. Die machen wir jetzt einfach nochmal drauf und grillen dann ganz normal weiter. Die nächsten 10 Minuten sind rum, wir gucken einmal nach. Sieht ja schon hervorragend aus. Was ich jetzt mache, und zwar mache ich hier etwas Käse drüber. Das heißt, wenn ihr dann zu Hause auch ein bisschen Käse noch über habt, macht ihr dann hier so ein bisschen Käse noch drüber. Das mache ich nicht über jede Schnecke. Und dann lassen wir es für die nächsten 5 Minuten ein bisschen überbacken. Aus einer Viertelstunde sind jetzt 20 Minuten geworden. Wir schauen einmal nach.
Perfekt. Ich nehme sie jetzt runter. Da gibt es noch ein Tellerbild. Und dann sind sie auch schon fertig. Die Barbecue Pinwheels. Das war's. Das Video zu den Barbecue Pinwheels. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr wie immer unter diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks schaut auf tobias.grill.de nach. Eine Nachbitte habe ich noch, und zwar der Bacon. Der kommt ja nicht von mir, sondern von Jörn Germinat. Wo ihr den herbekommt, blende ich euch unten auch in der Videobeschreibung rein.